Nur trinken. Darf ich das etwa nicht, oder was? Nein, darfst du nicht. Ich darf keine Werbung. Das ist strengstens verboten. Was trinkst du denn, Sepp? Granini, Alkohol, nee, Quatsch, Pfanne. Multivitaminzeug, das ist auch geil, Alter. Oh, Granini ist so geil. Dieter. Was wollte ich jetzt eigentlich mit dem Holz? Ach ja, genau, Leiter. Gleichwerbung heißt das. Du wolltest mir das geben. Nee. Das Holz wolltest du mir geben. Kannst doch herkommen, das holen? Doch. Ah, nein. Ja, dann haben wir ein Problem. Du wolltest es in die Hand drücken und geben. Ja, nee, eigentlich nicht. Warum gibt's in Minecraft keine Autos? Das wäre das Erste, was ich mir bauen würde. Das ist richtig geil. Ich bin ganz froh, dass es das nicht gibt. Ja. Mod. Also Autos müssen echt nicht sein. Es gibt ein paar Sachen, die ich noch haben wollen würde, ja, aber Autos, nein. Ist doch aber ganz schick. Ich bin so lauffaul, weißt du? Und in Minecraft muss ich so viel laufen, das passt gar nicht. Oh. Das muss ich absolut schrecklich sein. Ja, ja, ist es stirbt auch. Fast schon dran. Ja, ich habe solche Blasen an den Füßen. Er hat Blasen gesagt. Du hast Blasen in den Eisenstiefeln. Super. Leute, ihr werdet immer flacher und flacher. Natürlich. Einer muss es doch machen. Wir sind Männer, wir dürfen nicht hügelig sein. Ja. Hügelig? Vergiss es. Bis für dir. Wir hatten es doch vorhin erst von Möpsen, also Hunden, ach egal. Lassen wir das. Oh, diese wir hatten es vorhin auch von Kühen und Schwertern. Wo bin ich denn inzwischen? 7! Ich glaube, das sollte reichen. So. Na, dass selbst ein Schwanz in Kühe gerne steckt, das wissen wir. Nein, Schwert, es ging um Schwert, niemals um irgendwas anderes. Ich habe immer nur von Schwertern geredet, ich weiß nicht, ihr habt irgendwie euch das zusammengereimt. Bist du dann jetzt darauf gekommen? Das war ich mir ja, Schwerter Phil, das ist jetzt dein Ermessen, ne? Da kann ich nichts für. Wie du das siehst. Ihr seid scheiße. Ja, du bist scheiße. Oh fuck, das reicht nicht. Fuck, die Leitern reichen nicht. Oh fuck. Nein. Verdammt, das sind ungefähr 10 Blöcke. Was mach ich denn jetzt? Jetzt häng ich hier mitten im Tunnel. Wusstet ihr, wie Batman auf Schwedisch heißt? Lederlappen. Ja. Willst du mir etwas Lederlappen bezeichnen, ja? Willst du das? Lederlappen. Das will er. Das will er nicht. Niemand bezeichnet einfach den. Na, Lederlappen! Sag mal, wusstest du das jetzt erst, dass es Lederlappen ist? Traurig. Weißt du schon lange. Nein, ist ja gut. Aber ich hätte euch zugetraut, dass ihr das nicht wisst. Doch. Ich weiß es jetzt. Wir hatten das schon vor 2 Jahren gehabt. Vor 2 Jahren nicht, aber das hatten wir schon mal in der Season. Irgendwann ist schon mal das Wort Lederlappen gefallen. Stimmt. Ja, siehst du. Ja. Bist nichts Besonderes, ja, Marc. Doch, ich bin ein Backfisch-Buddy. Okay, gut. Ich bin auch eifersüchtig. Backfisch-Buddies am Arsch. Braucht niemand auf dieser Welt. Ist am Arsch. Bist doch nur neidisch. Nein, bin ich nicht. Lügst. Oh doch, das bist du. Ja, und wie das du bist. Ja, das tust du. Ja, mein Sohn, das tust du. So. Okay, 4 Blöcke abgebaut. Ich habe keinen Bock mehr, eine Höhle zu bauen. Ich gehe jetzt draußen. Keine Ahnung. Es gibt garantiert irgendwelche Leute, die sowas nicht verstehen. So. Jetzt kommt die schönste Zeit in der Season 2. Das Ende. Genau, wir beenden die Season hier. Tschüss. Oh, das müsste man Marcel jetzt schreiben. Der kann uns ja nicht zuhören. Der hört doch immer noch zu, oder? Marcel, hörst du uns? Ey, Marcel, du bist so ein Schwanz. Marcel kann uns hören. Ey, Marcel, du bist scheiße. Ach, verdammt, hören. Wo hänge ich jetzt hier die Fackel da? So? Der spielt bestimmt den schwulen Chinesen in Hangover. Ich fand den cool. Tü-tü, ihr blöden Wichser! War der wirklich schwul? Ja, natürlich, ist alles. Wenn er sich männliche Noten bestellt und weibliche Noten, was ist er dann? Keine Ahnung. Bisexuell? Leute, wo seid ihr im Dschungel? Ich bin gerade im Dschungel. Ach, du bist im Dschungel, hab ich gar nicht gehört. Ich bin hier draußen. Hier bin ich. Ich bin wieder mal da drüben. Ja, ja, ich seh's gerade, aber. Da ist was dickes, schwappliches gerade aus der Erde gekommen. Ja genau, sag ich doch. Also, komm zu mir. Kekse. Nein, nicht wirklich, aber ich kann dir Fleisch spielen. Spielt jetzt auch noch den Pädophilen hier in Minecraft, ja? Also das geht ja mal gar nicht. Nur in Minecraft, Kinder, hä? Mit Keksen an, um dann in deine Höhle da zu... Ich hab doch gesagt, machst du das jetzt auch noch in Minecraft? Auch noch? Achso, okay, das hab ich nicht verstanden. Lebt Marcel überhaupt noch? Nö, ist tot. Nein, der ist schon in Aga seine Höhle dahin. Der hat schon seine Späße. Verrat das doch nicht.
Ach so. Ich will nur noch ein paar mehr Kinder andocken. Hallo, ja, Kinder! Das ist dein Haus? Bedient. Damit vertreibt er sie. Ja. Felix, komm, ich zeig dir mein Haus. Ja, ja, er zeigt dir am besten auch noch seine Kaninchen. Und die Pokémon-Karten. Ja. Seine echten und die Pokémon-Karten. Cool. Hast du Eisen? Felix, ich dachte, du schaust dir nur mal meine Pokémon-Karten an. In mein Versteck. So, na, die Pokémon-Karten teile ich nur mit dir. Ey, die Kisten kann man ihr ja seid so Pokemon stellen, Buddies. Ja? Das hast du mich schon in Ultra-Hardcore gefragt. Ach, die Kisten kann man so stellen? Echt? Ja, wusste ich noch gar nicht. Welche Kisten überhaupt? Hey, Snake, meins. Ach, behalt ruhig. Alter. Ich wollte dir meine Lederkappe anbieten, aber ich sehe, du hast schon eine. Ja, das Einzige. Ja, muss ja geschützt sein, ne? Warte mal, wo hast du deinen Geheimbunker? Im geheimen Bunkerland. Felix Ager ist nicht weit weg von mir, ich kann dir eine Lederweste noch anbieten. Auch mit Stickern. Natürlich. Mit Stickern vor allem. Das Ding heißt Patches. Mann. Ich wusste ja, was er meint. Und ich weiß, dass Felix nicht so bewandert ist. Bei mir ist der Sticker. 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 Die klebt man sich auch an die Weste. Ey, hör auf mich abzuschießen. Bei mir leckt's. Du Affe. Sag doch, dass du fast tot bist. Ich hatte volle Leben. Was? Das stinkt normaler Bogen. Das zählt nicht. Der reagiert ja sehr spät. Ja. Das war ein stinknormaler Bogen. Wie, du hast volle Leben? What the fuck? Ehrlich jetzt, Felix? Keine Ahnung. Ich lasse dein Zeug auf jeden Fall in Ruhe. Verraten wir ihn, dass wir ihn gerade getrollt haben? Nö. Nein. Wieso sollten wir? Weil er langweilig. Ja, nicht, dass er jetzt rumwälzt und alles bei sich kaputt schlägt. So, wollen wir das mal wieder auflösen? Ja. Nicht, dass er noch anfängt zu weinen. Ja, nee. Puh, Arsch! Wie komme ich jetzt wieder raus? Ah, ja, natürlich, Troll vor allem. Hey, das ist ein gutes Wort, Troll. Das ist schon die Mehrzahl. Ja, das ist Trollolol. Weißt du, das sind einfach zwei R direkt nebeneinander. Felix, wo bleibst du? Das ist wie wenn du in einem in Times New Roman Text das N und ein R liest und immer denkst, es ist ein M und dann liest du irgendwie so einen Quatsch zusammen. Oder das altdeutsche S, was aussieht wie ein F und dann stehst du davor, pofft. Ah, Gott, ich hab warum heißt das Ding pofft? Erstmal durch den Berg. Pofft. Ja, das ist... Pofft ist toll. Ja, ich muss halt immer dreimal nachdenken. Ach, das ist ja ein S. Ah, da war ja was. So, ich brauch Kohle. Rein, hallo, Baby, Mizi. Ich hab keinen Fisch für dich, also musst du sterben. Nein, nicht die Katze. Bitte doch nicht einfach die armen Tiere, nur weil du sie nicht zähmen kannst, weil du zu unfähig bist, dir Fische zu zähmen. Ja, hey, Moment, das ist ein weit verbreitetes Problem. Nee, weil der kann er nicht mit seinen Cookies locken. Hm. Das ist sein Problem. Die wollen nicht seine Häschen sehen. Nee, leider. No. Also wenn es hier 15 geben würde, wäre es... Aga, biete dem Ozeanodreif über 20 Mark an. 20 Mark! Ich finde das so geil. Der war klar. Ja, aber es ist trotzdem immer zum Schreien, dieses Video. 20 Mark! Oh. Hallo Felix. Ach ja, die guten alten Zeiten. Geh weg, du pädophiler Teddybär. Er ist ein Tiger. Da liegt noch dein Schwert hier oben. Ich find's nur witzig, dass ich gerade pädophiler Edubär verstanden habe. Teddy. Genau. Und ich mich gerade ernsthaft gefragt habe, was ein pädophiler Pedobär ist. Nein, das ist ein Ted, der pädophil ist. Dieser Ausdruck tangiert mich peripher. Aha. Glaub mir, bei Sepp haben wir uns, also zu Sepp seinen Geburtstag, wo Sepp gerade Alkohol holen war, habe ich mich mit Lukas gefragt, was wohl kleine pädophile Mädchen sind. Weil er hatte kleine pädophile Mädchen gesagt. Ja, ich habe das gesagt? Nee. Und habe ich kleine pädophile Mädchen gesagt, Lukas. Was ich sagen. Seit wann sage ich sowas? Lebt der Lukas eigentlich überhaupt? Weiß ich nicht, ja. Wissen wir nicht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht, aber ja, nö. Nehmen wir an, keine Ahnung. Hm.
Mission complete. Ja. Badum. Badum. Oh mein Gott, ich habe mein ganzes Haus zerstört, ihr Wichser. Funktioniert das? Oh, wie cool, ich habe schwebende Truhen. Das ist doch mal mega praktisch. Kann man die oh, wie geil. Das sieht voll lustig aus. Wie so ein Schrank. Mit Luftschlitzen. Wie so ein Schrank? Warst du zu viel bei Ikea, oder ja, was? Ja, ich habe jetzt ein Billy-Regal hingestellt. Verschließbar. Was, ein Billy-Regal? Da ist die Dinge noch. Du wirst ja wohl wissen, was ein Billy-Regal ist, oder, Felix? Nein. Bitte? Okay, ja, lassen wir das. Also, liebe Zuschauer, wir entschuldigen uns an dieser Stelle für die absolute Dämlichkeit und Inkompetenz, die Felix in unsere Aufnahmen bringt, aber da können wir leider nichts tun. England muss ja auch den Behinderten ihre Ansprüche genehmigen. Ne? Müssen wir alle freundlich sein. Wir wollen ja schließlich ja nicht mehr. Nee, wir doch nicht. Richtig. Wir müssen eben, wir gehen ja nämlich auch auf die Juden auf. Alter, was hast du denn immer mit deinen Juden, verdammt? Das ich die ganze Zeit schon. Das hat er vorhin schon mal gebracht. Ja, ich hab. Jetzt hab ich's wieder nicht verstanden. Ja, es kommt schon mal dazwischen, wenn er irgendwas sagt. Ja. wie wär's, wenn die. Achso, geht ja gar nicht. So eine Scheiße. Ich der Markt versteht mich immer. Ja. Felix, du rennst in die falsche Richtung, wenn du zum Sepp kommst. Und selbst wenn, du findest mich gerade ähnlich. Ich bin tief. In ja, da läuft er auch in die falsche Richtung. Ich bin gerade unten. Ich sag ja, weit für unten. Ihn zu mir. Ist da jemand? So. Nee. Ach so, das ist nur Licht. Was? Tageslicht? Was ist hier gerade Tropenholz ab. Ich brauche ganz viel Tropenholz. Ich habe welches. Ich habe einen ganzen Stack im Inventar, wenn du es willst. Du brauchst nur runterkommen. Du wolltest mir vorher nichts geben. Oh, weil ich dann nur 36 dabei hatte. Tut mir leid. Bobby. Jetzt kannst du, wie gesagt, einen ganzen Stack Holz holen. Also noch nicht Bretter. Okay. Du musst halt nur runterkommen. In mein Loch. Jo, wo bist du? In mein Loch. Oh, ii. Also ich gehe gerne in schwarze tiefe Löcher, aber in deine Loch. Hey, das ist Diskriminierung. Aga! Ja, ach, Sepp, du hast also ganz gerne was in deinem tiefen Loch stecken, ja? Aga! Ja, hat ja, jetzt davon geredet. Ich bin nur mal tief in dem Loch drin, tut mir ja leid. Wo geht's zum Sepp? Ja, bei mir im Haus, einfach nur nach unten. Ins Loch halt. Ja, wo ist denn das Haus? Ja, irgendwo im Dschungel. Ja, der Dschungel ist ja auch so klein. Ist er ja auch. Er ist direkt am Spawn eigentlich. Einmal nach oben und schau dich um. Was? Einmal eins Turm bauen und umschauen. Och nee, du sollst mich führen. Mach doch einfach die Karte auf, dann siehst du doch dieses komische Holzgebilde da. Ich hab doch keine Karte. Natürlich hast du eine Karte, du hast auch Race Minimap. Wo denn? O. X. Nein, X. Was? Da öffnet sich bei mir nichts. Dann hast du es noch nicht drauf. Ja, für dich, warte, hat mir gerade eine Kippe gedreht. Ah, du. Was hast du denn gerade gedreht? Eine Kippe. Zigarette, oh. Nikotinhaltiges Erfrischungsgetränk. Mmh, lecker. Oh, wo rennt denn der? Da ist er ja. Du findest mich nie! Ich hab dich schon gefunden. Verdammt. Schade. Hey! Der Pedobär hat mich. Hilfe! Hilfe! Ja, jetzt kommen wir. Wo lang geht's nun? Hier lang. Lol, sag nicht, Sepp hat sich unter dem Baum gegraben. Nein. Ich hätte gesagt, das wäre ein bisschen sehr primitiv. Ja, wow. Ja, wäre Sepp jetzt zu die geheime Bathöhle. Ja, eben. Hey, was soll das jetzt heißen? Ja, ich bemängel schon wieder meine Bauarten. Wenigstens bist du kein Pädobär. Ja, ich bin nämlich ein pädophiles Mädchen. Kennt ihr den Pokémon-Kampf zwischen dem Trainer, den Slenderman, und der den Pädobär einsetzt? Mm. Ganz anders. Überlegt mal, der Felix lässt sich gerade von Pädobär in den Wald führen. Pädobär. Warte mal, ich muss erstmal was essen. What? Sepp, deine Truhe ist offen. Ah, sag ich doch, bin tief. Hey, da ist eine Truhe, mitten im Wald, bloß ein Gestell, mal gucken, was drin ist. Nix. Vor allem ein Gestell, das soll ein Haus sein. Leck das Eisen wieder rein, Felix. Oh, 5 Diamanten. Ach, Felix, du willst sterben, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ah, schön. Wo hast du nun das Holz? Du musst nach unten kommen. Unten, hier. Runter, da ist die Treppe. Hier, runter, da, die Treppe. Oh, er hat sogar... Das gibt's... Ja. Oh, Kohle, darf ich mir die abbauen? Kohle. Mach halt. Eis. Lol. Och, Aga. Das war nicht nötig. Doch. Pädobär. Nein! Ich hab dich einmal gehauen. Weißt du, wer blöd ist? Du bist doch so eine kleine... Nein, sie. Alter, das geht doch gar nicht.
Das geht doch gar nicht. Ja, toll. Doch, ich hatte nur einen Hut und du hast ein Eisenschwert. Dierschwert. Oh. Ach, sonst ein Dierschwert. Verzaubert auf Stufe 400.